Bei russischen Luftangriffen auf die Ukraine sind mindestens 37 Menschen getötet worden. Mindestens 170 Menschen wurden verletzt. Russland hat das größte Kinderkrankenhaus in Kiew und eine Entbindungsklinik angegriffen. Laut dem Gouverneur der Stadt wurden bei den Angriffen auf Kiew mindestens 27 Menschen, darunter mehrere Kinder, getötet. Zudem wurden zivile Einrichtungen in der Innenstadt angegriffen. Die Regierung spricht von Kriegsverbrechen. Nach humanitärem Völkerrecht sind militärische Einsätze gegen Krankenhäuser verboten. Я вдячен всім українцям, які почали викладувати відео, де видно, конкретно видно не частину тієї чи іншої ракети, а прямий ракетний удар, яким було поранено і вбито багато людей в Україні сьогодні. Der UN-Weltsicherheitsrat will sich in einer Dringlichkeitssitzung mit den russischen Angriffen befassen. Mit mehr als 40 Raketen verschiedener Typen hat Russland ukrainischen Berichten zufolge Wohnanlagen und Einrichtungen der öffentlichen Infrastruktur in ukrainischen Städten angegriffen. Der 9. Juli ist nach den russischen Angriffen ein Trauertag in Kiew.